interessanten Einblicke. Liebes Publikum, meine Damen und Herren, verehrte Gäste, manche Menschen vergleichen den Betrieb der demokratischen Institutionen, den gesamten Betrieb, mit einem Raumschiff. Raumschiff Berlin, Raumschiff Brüssel, je nachdem, über was man spricht. Und warum gerade dieses Bild Raumschiff? Weil sie meinen, die da drin sind doch alle abgehoben, abgeschottet, da kommt nichts raus und da kommt auch nichts rein. Wie viele in der Bevölkerung dieses Bild haben, im Kopf haben, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, prozentual. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass wir heute Abend exklusiv die Möglichkeit haben, in dieses vermeintliche Raumschiff reinzuschauen. Denn wir haben Originalbewohner dieses Raumschiffs hier, Insassen, und die können uns, also Personal, und die können uns aus erster Hand berichten, ob das tatsächlich so ist. Ob das ein Vorurteil ist, wie weit dieses Urteil geht. Wir haben natürlich jetzt diese wissenschaftliche Perspektive gehabt. Und jetzt wird es Zeit, auch die echte Perspektive, die gelebte Perspektive zu sehen. In diesem Sinne bitte ich Sie beide nach vorne. Und einen Applaus natürlich auch. Wer sind unsere Insassen? Ich fange an mit Frau Gebhardt, wobei ich glaube, ich muss Sie gar nicht vorstellen. Sie ist sehr lange im Europäischen Parlament, seit 96, 94, ja, seit 2017 Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Also sie kennt den Betrieb in- und auswendig. Alle anderen Aktivitäten, die ich gar nicht hier erwähne, weil wir könnten ja die nächste halbe Stunde mit verbringen. Und wir haben Herrn Ziegler, der ist nicht Abgeordneter, aber er kennt den Betrieb als Journalist. Also genau die zwei Gruppen, die Herr Blawitz hier untersucht hat. Journalist, aktuell in Berlin, aber Herr Ziegler war sehr viele Jahre Chef des Büros in Brüssel. Also kann er sogar aus beiden Perspektiven berichten, nämlich einmal das Berliner Büro, was da läuft, und kann vergleichen, und natürlich auch das Brüsseler Büro. In diesem Sinne, schön, dass Sie hier sind, dass Sie die Zeit genommen haben und natürlich auch Sie, dass Sie heute Abend bei uns sind. Und Sie haben die Chance, wie gesagt, exklusiv heute Abend die zwei zu befragen. Oder ich mache das in Ihrem Sinne. Und natürlich können Sie im Anschluss auch Ihre Fragen stellen. Ja, die erste Frage ist ganz leicht für mich. Sie haben ja den Ergebnissen gelauscht. Also würde mich jetzt interessieren, ob Sie sich wiedererkannt haben. Ob Sie genau das auch so nachempfinden oder ob Sie ganz andere Erlebnisse damit verbinden. Also das ist schon etwas schwierig, jetzt darauf zu antworten, weil in vielen Bereichen habe ich mich durchaus wiedergefunden. Allerdings würde ich mich zum Beispiel nicht als Narzisstin begreifen. Ja? Das glaube ich, bin ich schlicht und einfach nicht, obwohl es mir natürlich auch ganz wichtig ist, von meinem Publikum bekannt zu sein. Und dass ich natürlich auch, wenn ich mit Herrn Ziegler rede, ganz gerne habe, wenn er etwas über mich schreibt, damit die Bürger und Bürgerinnen erfahren, was ich mache. Ja? Nicht, dass es mich gibt, sondern was ich mache. Und das ist eben genau der Unterschied. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass unter meinen Kollegen die einen vielleicht ein bisschen narzisstischer sind als die anderen. Aber das würde ich also da nicht so vereinfachen wollen. Aber es ist normal. Also ich denke, dass es für uns Europaabgeordnete auch ganz besonders schwierig ist. Also für Kommissare ist es ja nicht schwierig. Der Herr Oettinger braucht ja nicht narzisstisch daherzukommen, weil er sowieso schon bekannt ist. Er hatte schon die Gelegenheit, sich bekannt zu machen in Deutschland, in Baden-Württemberg. Und deswegen kennt jeder diesen Namen. Während die Europaabgeordnete Ewina Gebhardt ist eine von den wenigen aus Europa, aus einem Europa, über doch recht wenig berichtet wird in Deutschland und deswegen eigentlich kaum eine Chance hat, sich bekannt zu machen. Es sei denn, dass sie irgendetwas total Verrücktes macht, aber dazu bin ich nicht fähig, muss ich ehrlich sagen. Und weil ich einfach meine, dass ich meine Arbeit ernsthaft zu betreiben habe. Dazu kommt noch dieser Unterschied auch zu nationalen Abgeordneten, die kleine Wahlkreise haben, während wir Europaabgeordnete riesengroße
Wahlkreise haben. Also ich bin für ganz Baden-Württemberg zuständig. Deswegen kann ich auch nicht vor Ort so häufig präsent sein, wie es notwendig wäre, damit ich auch tatsächlich wahrgenommen werde. Denn aus der Wissenschaft wissen wir, die Leute müssen jemanden in kurzer Zeit mindestens 5, 6 Mal gesehen haben und dann immer wieder regelmäßig, damit sie überhaupt wissen, dass es die Person gibt. Und da wissen sie noch immer nicht unbedingt, wie diese Person heißt. Ja? Und das sind eben so die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind. Das heißt, wenn wir dann an die Journalisten rangehen, dann fragen die ja, wer ist denn eigentlich diese Gefahr? Ist die denn eigentlich überhaupt wichtig? Sollen wir die überhaupt ernst nehmen? Denn jemand, den der Journalist nicht kennt, warum soll er mich der eigentlich ernst nehmen? Und das sind eben die Probleme, mit denen wir tatsächlich konfrontiert sind. Deswegen ist natürlich, um das zu bestätigen, ein großes Anliegen, wenn wir mit Journalisten reden, dass wir natürlich auch einen gewissen Bekanntheitsgrad brauchen, damit auch unsere Politik sichtbar gemacht wird. Ja, die gleiche Frage. Sie fühlen sich repräsentiert von dieser Studie? Haben Sie sich wiedererkannt? Ja. Schreibt mal den Universalübersetzer auf Schwäbisch. Nee, also ich glaube, ich muss ja relativ langweilige sowohl als auch Antwort geben. Natürlich gibt es teilweise die Tendenz, Brüssel ist eine relativ kleine Stadt, da läuft man sich immer wieder über den Weg. Meine Nachbarin zum Beispiel war die EU-Handelskommissarin Frau Malmström, die trifft dann irgendwie beim Bäcker. Es ist einfach ein bisschen ein kleinerer Kosmos und insofern gibt es die Tendenz schon und es gibt, glaube ich, auch, was der Jan, glaube ich, richtig gesagt hat, bei, ich sehe das schon ein bisschen als Generationengeschichte, viele ältere Kollegen sind, ja, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber da sehe ich es tendenziell eher schon so, genau, ziemlich alt, und dass da sozusagen stärker das Verständnis da ist, dass man sozusagen gemeinsam in Brüssel ist, um denen da draußen zu erzählen, wie es läuft. Ich habe zum Beispiel als eine kleine Anekdote, es gab mal der deutsche ständige Vertreter, also der deutsche EU-Botschafter hat seinen Amtsantritt, zum Amtsantritt sozusagen in seine schöne Villa eingeladen und hält so seine Begrüßungsrede für Politiker, Journalisten, irgendwelche Lobbyisten, alle möglichen sind dann da. Und stellt sich vor und sagt, ja, wir haben doch hier alle das gleiche Ziel. Und das ist, da kann ich aber berichten, da ging ein großes Raunen und ein großer Protest durch die journalistische Gemeinde, weil ich würde schon für mich in Anspruch nehmen, dass man zwar sehr eng oft aufeinander sitzt, aber wir sind ja zum Beispiel dann im Brüsseler Ratsgebäude, der EU-Gipfeltag, da sind wir natürlich nicht im siebten Stock, sondern ewig weit weg. Da gibt es keine so super enge, da gibt es schon eine gewisse Trennung. Aber insofern, es gibt beide Tendenzen und natürlich gibt es auch diesen Punkt, Jan, du hast ja vorhin gesagt, negatives Publikumsbild. Natürlich regt man sich, wenn man in Brüssel eine Weile ist und den Betrieb versteht, ja, wie läuft denn das? Ach so, das verstehe ich ja jetzt erst. Das passiert, weil die Franzosen immer das wollen und das passiert, weil die Italiener immer das wollen. Natürlich entwickelt man da ein bisschen ein anderes Verständnis von diesem politischen Betrieb und dann ärgert man sich jetzt ehrlich gesagt weniger über die Leser als oft über die Redaktion. Sie haben ja vorher das Beispiel genannt, da steht so eine Überschrift über den Text, Brüssel beschließt das, und jeder kann eigentlich wissen, dass Brüssel eben als Stadt und auch als EU-Kommission so gut wie nichts beschließt, sondern sie machen normalerweise Vorschläge, es gibt dann aber ein paar Ausnahmen, das macht es so kompliziert, aber im Prinzip kann man eigentlich, denke ich eigentlich, dass man es, und das ist vor allem, was mir wichtig ist, ich denke mal, in der Schule sollte man viel mehr in Gemeinschaftskunde über Europa reden, damit man halt einfach diese gar nicht so komplizierte Struktur einfach genauso wie man in Berlin halt auch weiß, dass man die halt drin hat. Und das, ich glaube nicht, dass es das unbedingt heißt, irgendwie, ja, ihr seid alle blöd, das denke ich auch nicht. Es ist halt sozusagen diese europäische Struktur wird halt selten, also mir ist in der Schule schlicht und ergreifend nicht begegnet. Ich glaube, es ist inzwischen ein bisschen besser. Aber. Okay.
das geht ja auch, also vielleicht da mal ein Eindruck als Zeitungsleser vor allen Dingen, weil in meiner Berichterstattung geht es nicht um Europa. Man merkt halt schon, glaube ich, also das geht wahrscheinlich einigen Raum hier, wenn man so Berichte über EU-Themen liest, vor allen Dingen in Regionalzeitungen, in der Süddeutschen, bei FAZ vielleicht ein bisschen weniger, vor allen Dingen in Regionalzeitungen spiegelt sich da ja schon die Vorstellung, die Leser, die wissen gar nicht so viel. Also man erklärt ja immer sozusagen ganz grundlegend. Das ist also so wie wenn man sagen würde, Angela Merkel wurde vom Bundestag gewählt. Und also wir werden immer so ein bisschen nachgeholt, der Gemeinschaftskundeunterricht ist. Und dadurch wird halt die Berichterstattung immer so auf diesem Gemeinschaftskundeunterrichtsding und kann oder tut sich wesentlich schwerer anschaulich und wirklich schön lesbar zu werden. Es bleibt immer sehr trocken. Das stimmt einerseits, das ist aber auch eine Anforderung aus der Zentrale. Wenn du dann sagst, EU-Kommission oder Europaparlament hat dies und das gemacht, dann kommt ganz oft, kannst du da nicht noch kurz erklären. Das ist ein ständiger Widerspruch. Also, wir sortieren jetzt ein bisschen. Das heißt, uns geht es ja eher darum, festzustellen oder überhaupt zu analysieren, wie funktioniert die Kommunikation aus diesem sogenannten Raumschiff nach außen, wie wird Europa kommuniziert von den Profis und wie wird Europa von der Bevölkerung wahrgenommen, über die Medien, also jetzt nicht allgemein als Bild, sondern konkret über die Medien. Herr Plawitz, als Sie Ihre Ergebnisse präsentiert haben, habe ich mich gefragt, wollen Sie tatsächlich noch Journalist werden? Weil letztendlich haben Sie festgestellt, die lieben sich alle auf der einen Seite oder tun so also, aber wie die sprechen untereinander über die andere Gruppe, dann ziehen die über die anderen her, als ob die, was weiß ich, die größten Feinde wären. Ist das eine Kultur, die Sie festgestellt haben, speziell auf Brüssel, oder kann man das auch nicht so über Paris oder sonst einer anderen Hauptstadt behaupten? Das kann man anderswo auch feststellen. Also die Professor Petsch, von der ich das Konzept geborgt habe, hat ja 2014 kam das Buch raus, eine Studie publiziert aus 9 nationalen Öffentlichkeiten, 9 westeuropäischen Ländern, Frankreich, Spanien, Italien etc. Italien, glaube ich, Slowenien. Also aus 9 Ländern. Und da sind die Unterschiede eigentlich auch deutlich stärker. Also dieses antagonistische Rollenbild, das die Journalisten und Politiker dort haben, ist eigentlich noch stärker ausgeprägt. Also in Brüssel gibt es klare Unterschiede, aber die sind nicht so stark wie in anderen. Aber Sie haben recht, also in Berlin ist das kann man christlich auch bestätigen, ist es noch stärker eigentlich. Das gegenseitige Misstrauen auch. Ja, ich würde auch vor allem sagen, dass sozusagen politischer Journalismus ist immer in gewisser Weise eine Gratwanderung, weil du musst ja die Leute kennenlernen oder relativ gut kennen, damit sie dir ein bisschen was sagen. Also wenn du nur hingehst und die Leute kennen dich nicht, dann sagen sie dir da vielleicht das offizielle Statement, aber das, was du wirklich wissen willst, sagen sie dir dann nicht. Ja genau, also da muss ein gewisses Vertrauen da sein. Also ich werde nicht jedem Journalisten alles erzählen, was ich erzählen könnte, wenn ich nicht sicher sein kann, dass er sich an die Regeln hält. Und ich hatte ja mal so einen Journalisten, der sich nicht an Regeln gehalten hat, mit dem habe ich nie wieder gesprochen. Ja, der hat dann keine Informationen mehr von mir gekriegt, weil da muss ja auch ein gegenseitiges Vertrauen da sein. Und wenn das nicht da ist, dann kann man nicht drauf bauen. Also ich gehöre zu den Menschen, die normalerweise auch im Hintergrund sprechen, ziemlich offen sind. Aber ich will dann aber auch, dass dann diese Offenheit nicht ausgenutzt wird. Wenn die ausgenutzt wird, dann verschließe ich mich automatisch. So weit, so gut. Das heißt, ich kann ja als Leser darauf vertrauen, dass das Verhältnis zwischen den beiden Akteuren so intakt ist, dass ich auch etwas Gescheites lesen kann. Und ich kann vertrauen, dass das wirklich der Wahrheit entspricht. Also, Sie können ja gleich widersprechen. Eine Aussage hat mich erschüttert, als Sie gesagt haben, die Redaktion in Brüssel oder die Korrespondenten halten ihre Leser für ziemlich blöd. Also, das ist jetzt meine Wortwahl, aber Sie haben gesagt, dass Sie glauben, Sie haben keine Ahnung. Das bedeutet also, die Korrespondenten gehen immer von geistigen Analphabeten aus, der zu Hause ihre Zeitung liest, und passen das Niveau an, wie sie berichten. Ist das die Schlussfolgerung, die ich jetzt zu ziehen habe? Also ich habe in dem Punkt, weil es wirklich wichtig ist fürs Verständnis, ja auch die Frage vorgelesen, zu der die Befragten sagen sollen, stimme ich zu oder stimme ich nicht zu. Die Frage oder die Aussage war, ordinary citizens do not really understand EU politics. Gewöhnliche Bürger verstehen gar nicht wirklich europäische EU-Politik. Aber warum? Heißt es ist nicht gut erklärt von den Redakteuren oder ist es eher so, dass die KfW, also kann man da überhaupt was dazu sagen? Also
ich habe es bei der Frage wirklich belassen. Das wäre, glaube ich, ein Punkt, wenn ich sagen, wenn du mich fragen würde, welche Folgestudien möchte man, sollte man denn anstellen, dann würde ich sagen, da nachfragen, weil das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt. Es gibt andere Studien, die etwas älter, also älter sind als meine, aus den Nullerjahren vor allen Dingen, die nicht dafür sprechen, dass sie die für niedrigen IQ oder sowas, also schlechte kognitive Fähigkeiten oder so, aber sie glauben, dass das Wissen über die EU und das Grundlagenwissen zur EU-Politik ist so gering, dass es vergebene Liebesmühe ist, dass die Bürger aufgrund dessen, was sie halt wissen, aus der Schule, aus dem Kontext, dass es da nicht beschworen ist. Wissen, dass du Journalisten, dass es so ist. Gibt es Anhaltspunkte? Das ist die gute Frage. Ich glaube, ich würde mit Chris reden, also wenn ich inzwischen bin ich nicht mehr so oft, weil neue Stelle, bin nicht mehr so oft in den Redaktionen, in den Sitzungen in der Zeitung. Ich nenne jetzt auch keinen Namen, aber wie oft, als ich da noch war in diesen Sitzungen, wie oft da rauskam, die Leute wissen gar nicht, was ist eine Verordnung, was ist eine Richtlinie, keine Ahnung. Die wussten nicht, keine Namen von den Politikern. Also ich glaube, ich bin bei Chris, dass man als Korrespondent, glaube ich, aus den Rückfragen, die aus den Redaktionen kommen, die sagen, mach es doch klarer, schreib es anders, dass man daraus schließt, okay, wenn mich mein Kollege schon jetzt fragt, ja, dann wird es ja bei den Lesern wahrscheinlich noch viel schlimmer sein. Und man geht, glaube ich, davon aus, dass der Kollege in der Stuttgarter Redaktion würde das nicht fragen, wenn es nicht so wäre, dass es die Leser nötig hätten, diese zusätzlichen Erklärungen. Also ich glaub nicht, dass die Politiker und Journalisten in Brüssel sozusagen sich ihr Bild empirisch bilden, also sozusagen ganz viel mit Lesern der Stuttgarter Zeitung reden und dann lernen, okay, die checken eigentlich gar nicht, was Europa ist, aber wir sprechen. Ja, eben, das wäre jetzt die nächste Glaubensversion. Ja, ich würde das also, ja, im Prinzip unterstützen, aber ich muss nur mal ganz kurz sagen, natürlich finde ich überhaupt niemand blöd und das hat auch gar nicht wirklich nichts zu tun. Es geht rein darum, dass es, finde ich, aus meiner Sicht ein unterbeleuchtetes Politikfeld in der Gesellschaft. Man müsste da einfach generell mehr wissen, damit man sozusagen auch insgesamt besser berichten kann. Ich glaube, das ist schon, und das ist letztlich, glaube ich, einfach was für Schulen. Man müsste in Europa mehr im Lehrplan, das ist eigentlich alles, weil dass man da, es gibt ja viele Bereiche, die nicht im Lehrplan sind und man sagt jetzt, man muss mehr über Digitalisierung lernen und so. Also, so ja, ist das jetzt die Lösung, die wir machen? Das richte ich durchaus auch mit den Erfahrungen, die ich in Veranstaltungen mache. Wenn ich politische Aussagen mache und dann kommen die Fragen der Bürger und Bürgerinnen und dann kommt immer noch sehr häufig die Frage, ja, wie funktioniert das denn eigentlich? Ja? Wie soll ich das jetzt verstehen? Haben Sie denn eigentlich überhaupt Macht und was macht das Europäische Parlament? Das ist etwas, also da fehlt wirklich dieses Basiswissen, das eben auch behindert, auch dass über Politik in Europa diskutiert werden kann. Und da denke ich, und das ist dieses Basiswissen, das eben in der Schule eigentlich gebracht werden müsste. Und ich hoffe sehr, dass die Lehrpläne inzwischen so weit geändert werden oder so weit angepasst werden, dass dieses auch wirklich, ich gucke auf die jungen Leute, das habe ich schon gesagt. Das beste Beispiel ist doch die Feinstaubdebatte. Also nachdem da vor 2 Wochen oder wann war das, vor 3 Wochen, diese 107 Lungenärzte gesagt haben, das ist ja alles Schmuh, ist gar nicht so schlimm, gab sofort einen Riesenaufschrei, ja, jetzt müssen wir die Werte abschaffen erhöhen, die Grenzwerte lockern. Und dann ging das erstmal sozusagen an die Bundesregierung und jetzt müssen wir das mal in Berlin mal ordentlich beschließen. Das ist einfach, das hat sich dann innerhalb, natürlich macht man dann sozusagen die ganz normale journalistische Arbeit, ja, wie wäre es denn, wenn ihr tatsächlich die Werte ändern wollt, was müsste denn dann passieren, dann müsste vielleicht die Bundesregierung in Brüssel mal sagen, liebe Kommission, findet ihr das auch? Und dann macht sie vielleicht einen Vorschlag und dann geht ein Riesenprozess los. Aber erstmal sind halt 2 Tage, ja, jetzt ändern wir mal die Werte. Ja gut, aber ist es nicht typische journalistische Aufgabe, dass der Leser aufgeklärt wird? Natürlich ist es. Also so gesehen, wenn ich ahnungslos bin, ist ja kein nicht schlimm. Natürlich ist es in gewisser Weise auch ein journalistisches Versagen, das kann man ja gar nicht anders, oder ein mediales Versagen, wenn es die Medien nicht schaffen, da das besser, ist ja gar keine Frage, das Thema Ressourcen
Manuel ist ja schon angesprochen worden, also kann ganz klar sein. Kein Augenblick, wir haben ein Wort mehr, ausnahmsweise können wir vielleicht die integrieren, aber bitte, wenn die Frage konkret zu dem passt, was wir gerade gemacht haben. Ja. Sonst, ja, bitte. Also, Sie können ins Mikrofon sprechen. Ich habe da innerlich eingehakt, wo Sie erzählt haben, dass Sie denken, das ist ja eine gute Frage, warum Journalisten glauben, dass ihr Publikum nichts weiß. Und mir geht es da so, da würde ich gerne eine provokante Gegenfrage stellen. Könnte das vielleicht auch eine Ausrede sein, damit man nicht so viel recherchieren muss? Ja, danke. Sammeln wir auf die nächste Frage, bitte. Ja, aus meiner Sicht vielleicht ein etwas anderer Aspekt, aber zu der gleichen Problematik. Wenn Sie davon ausgehen, dass die Bevölkerung über die EU zu wenig weiß, wäre es dann, anstatt auf die Schule zu verweisen, also dass ich selbst zur Schule gegangen bin, ist einige Jahrzehnte her, anstatt auf die Schule zu verweisen, wäre es dann nicht auch eine Aufgabe für Journalisten, die Dinge besser zu erklären? Okay. Die Frage ging. Für mich war es wirklich wichtig, immer wieder zum Europazentrum zu gehen. Und ich habe jetzt zwei Sachen kapiert, die wirklich wichtig sind. Wir sichern den Frieden durch die Europäische Union und wir sind bombastisch in der Außenhandelsbilanz. Wir haben sehr gute Werte und wir können uns gut behaupten gegenüber den ganzen anderen Mitkonkurrenten. Das ist eine sehr zentrale, das hat mich auch überzeugt, nachdem wie die osteuropäischen Länder immer noch stehen. Und der Rest ist natürlich schon sehr viel Bürokratie. Und da bin ich nicht so unbedingt der Freund davon. Und ich denke schon, dass da viele Sachen für den Außenstehenden kompliziert. Aber ich lasse die da wurschteln, nach wie vor weiterhin. Aber für mich ist das das Wichtigste. Und die anderen Sachen, also ich meine, dass wir keine Kriege haben, das hat mich auch überzeugt. Und der Rest ist halt zum Teil auch Gurken begradigen. Also es gibt solche Gerüchte, das ist auch passiert. Und manche Sachen kommen gar nicht in die Regierung, in die nationalen Regierungen rein, wie das bei den Tschechen, Osteuropäern, weißt du, da keine Flüchtlinge aufnehmen. Also dieses konkurriert immer wieder mit dem nationalen Interesse und da wird doppelt gemoppelt. Das ist vielleicht das, was man hier nennt. Dankeschön. Sie wollten jetzt, dann haben wir ein Paket am Ende. Können Sie noch eine Frage stellen? Ja. Ja, natürlich. Wenn Sie dazu passt, gerne. Also, wir haben jetzt viel über das allgemeine Publikum, über uns generell und was bei uns an fehlendem Verständnis für EU-Prozesse da ist. Frau Gebhardt, ich meine das gar nicht böse, was ich jetzt gleich sage, aber ich sage das relativ pointiert. Wie viel von Ihren Politikerkolleginnen und Kollegen in der Landespolitik und der Bundespolitik haben dieses Verständnis? Ich spreche aus Erfahrung. Ich sehe eine deutliche Unterscheidung zwischen den EU-Politikern durchweg in jeder Partei und den Nicht-EU-Politikern. Und es ist Aufgabe von Politik, deshalb gucke ich Sie jetzt mal an, dieses Verständnis zu schaffen. Okay, danke schön. Also, wir haben hier, dann fange ich mit der letzten Frage an oder den Kommentar, den Sie gemacht haben. Ich gebe Ihnen recht. Ich gebe Ihnen absolut recht. Das ist etwas, mit dem wir Europapolitiker ständig zu kämpfen haben, auch dieses Verständnis bei den Landes- und Bundespolitikern voranzubringen und diese auch dazu zu bringen, auch das Europa mitzudenken und nicht immer als etwas zu sehen, wogegen sie sein müssen. Wir haben vorhin von Richtlinien gesprochen, die ja in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Und ich erfahre immer wieder Folgendes. Wenn das, was wir in der europäischen Politik gemacht haben, umgesetzt wird, und das kommt bei den Bürgern gut an, dann waren es nicht die Europapolitiker, die das gemacht haben, sondern dann rennen alle Bundespolitiker herum und sagen, seht mal, was wir für Tolles für euch gemacht haben. Seht das, wir haben für euch, der Verbraucherschutz, egal was, das haben wir für euch gemacht. Wenn das nicht so positiv ankommt, dann ist es, ach, die da in Brüssel, als wären wir irgendwelche Marsmenschen, das sage ich nämlich immer, also von daher ist das Bild Raumschiff durchaus richtig, als wären wir irgendwelche Marsmenschen und dieselben Politiker,
die das erzählen dem deutschen Publikum, vergessen dazu zu sagen, dass die Regierung Deutschlands unter Umständen genau diesem Gesetz auch zugestimmt haben, das sie jetzt gerade umsetzen. Aber das ist dann halt unbequem und es ist sehr bequem, irgendeinem blöden schwarzen Peter nach Brüssel weiterzugeben. Und dann lesen wir das in der Zeitung, da sind dann die Journalisten nicht schuld daran, sondern sie berichten das, was die Bundespolitiker erzählen. Und wir stehen da und sagen, hey, was war das jetzt schon wieder? Und können das aber gar nicht so kontern, weil was erstmal in der Zeitung gestanden hat, wird durchaus für wahrgenommen von den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist ein ständiges Problem, vor dem wir stehen. Und das ist generell in allen Parteien. In allen Parteien, da mache ich keine einzige Ausnahme. Und was ich auch immer wieder erlebe, ist, wenn Frau Merkel von ihrem Gipfel aus Brüssel zurückkommt, und das kann Frau Merkel, Herr Macron oder sonst jemand sein, das gilt auch für alle, egal welcher politischen Partei, da gehen diese Regierungschefs nach Hause vor der Pressekonferenz oder noch in Brüssel vor der Pressekonferenz und stellen sich als der Held oder die Heldin dar, die gegen die anderen durchgesetzt haben, dieses und jenes und das machen wir für euch und das haben wir gegen die anderen durchgesetzt. Könnte man aber auch anders darstellen. Könnte man auch anders darstellen, das Gleiche, und sagen, ja, wir haben zwar miteinander gestritten, aber wir haben uns darauf geeinigt, dieses und jenes für Europa zu machen. Könnte man auch so darstellen, aber das wird nicht so dargestellt, weil man doch auch irgendwo Narzisst ist als Politiker und sich als Held darstellen möchte. Und das wurmt uns Europaabgeordnete sehr, weil wir denken, das ist ein Bild, das dann in den Hinterköpfen der Bürger in den letzten Jahrzehnten implantiert wurde, dass wir da nicht mehr so einfach wieder rauskriegen können. Ich würde, bevor ich gleich auf die Frage antworte, wollte ich ganz kurz noch dazu was sagen, weil es ja ein bisschen auch was damit zu tun hat, mit dem Vorwurf, dass die Brüsseler Journalisten nur sozusagen die nationale Brille aufhaben und deshalb keine europäische Berichterstattung zustande kommt. Stimmt auch teilweise, weil man natürlich auch wegen der Sprache irgendwie stärkeren Kontakt hat zu den Europaabgeordneten oder auch in dem Fall Kommissar des eigenen Landes. Aber es ist schon so, dass die Journalisten es versuchen, auch sozusagen zu umgehen. Also wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, habe ich schon immer versucht, auch zu den Hintergrundgesprächen mal von den Briten oder den Luxemburgern oder den Belgiern oder auch den Franzosen zu gehen, dass man natürlich so ein bisschen ein Gesamtbild kriegt. Und gibt ein lustiges Beispiel, würde ich noch sagen, aus dieser Woche, wo man merkt, dass das Europa oder dass die Öffentlichkeiten nicht so richtig zusammenpassen. Am Montag war ja dieses schöne CDU-Werkstattgespräch, wo man quasi Angela Merkels Flüchtlingspolitik mal bei der CDU unter die Lupe genommen hat. Und kurz davor hat der Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister, lautstark gefordert, wir brauchen ein Ein- und Ausreiseregister für Europa, damit wir endlich wissen, wer kommt eigentlich rein und wer geht raus. Also lief das ganze Wochenende in der Tagesschau. Das Lustige ist, also was jetzt unser Thema ist, das ist in Brüssel schon beschlossen. Es ist halt noch nicht umgesetzt, aber beschlossen ist es schon. Und das ist so ein klassischer Punkt, wo ich denke, da muss einfach, da haben auch die Politiker eine Verantwortung. Jetzt komme ich aber auf die Verantwortung der Journalisten. Ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen. Das ist ganz klar, dass natürlich auch Journalisten da eine Verantwortung haben und sicher auch Fehler machen, das ist ganz, ganz klar. Das Hauptproblem ist, was sozusagen in dem Medienbetrieb, glaube ich, einfach schlicht und ergreifend der Ressourcenmangel. Also wenn ich mal ganz plastisch schildern darf, in Brüssel war ich der einzige Kollege meiner Zeitung, in Berlin haben wir ein Büro mit 6 Leuten. Natürlich guckt man sehr viel nach Berlin und in Berlin wird ja auch Europapolitik gemacht, aber wenn man ehrlich ist, spiegelt es, glaube ich, nicht mehr ganz die Kräfteverhältnisse. Und das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man halt viel stärker sozusagen das ein politisches System an verschiedenen Orten beschreibt. Und jetzt will ich auch mal sozusagen was Gutes sagen. Wir haben jetzt mit 2 neue Kollegen in Berlin bekommen. Die waren beide vorher in Brüssel. Das war mir sehr wichtig, dass die nämlich auch
sozusagen beide Seiten kennen und das Verständnis haben, dem Leser dann hoffentlich das besser die verschiedenen Ebenen auch darstellen. Also, wenn ich noch einknüpfen, ja. Wichtig erscheint mir auch, dass Journalisten nicht nur wiedergeben, was Politiker erzählen, sondern das auch hinterfragen. Gut, das machen Journalisten schon, aber ich glaube, ich sage es jetzt wirklich in wenigen Worten, tatsächlich ist dieses Thema mehr eben Öffentlichkeiten, also nationale Ebene, europäische Ebene, wird tatsächlich da zum Problem, wo eben, wie Chris sagt, die Ressourcen und die Beobachtung vor allen Dingen national stattfindet. Und wenn dann eben noch dazu kommt, dass die, vielleicht ist es mit den Schulen noch vor und immer gern, dass die Lehrpläne geändert werden müssen. An sich wäre, glaube ich, ein Fortbildungsprogramm für Journalisten wahrscheinlich wesentlich zielführender. Na wirklich, also von politischen und landespolitischen Journalisten, wenn die sozusagen genau das, was hier auf dem Podium allen klar ist, denen aber teilweise nicht klar ist, dann könnte sich kein CDU-Politiker hinstellen und sagen, dann ändern wir halt die Grenze. So, könnte der nicht machen. Und da geht es nicht ums Hinterfragen, da geht es schlichtweg auch um sich selbst und sein eigenes Wissen hinterfragen. Und da ist diese nationale Brille bei vielen Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, das wird jetzt nicht irgendwie getwittert oder als Kollegenschelte, aber eigentlich ist es schon so gemeint, da ist bei vielen Kolleginnen und Kollegen, da ist die nationale Brille einfach so groß, dass man nach links und rechts im Fall in Europa nicht mehr guckt. Das hilft aber den Bürgern jetzt gar nicht weiter, wenn man sagt, die Journalisten müssen Fortbildung machen. Das kann ich ja gar nicht beeinflussen als Leser. Ich weiß ja gar nicht, Schreiben Sie Leserbriefe. Diese AfD-Deppen, ja, die schreiben so viele Leserbriefe, dass inzwischen schon bei jeder Debatte über Flüchtlinge oder sonst was in der Redaktion wird immer schon mitbedacht, was da wieder Leute schreiben könnten. Ja? Okay. Machen Sie Leserbriefe. Wenn 30 Leserbriefe kommen, das hat Einfluss. Ja, die Frage ist doch, kann ich erkennen als Leser, wo das Defizit, das Wissensdefizit ist beim Journalist? Das kann ich doch gar nicht erkennen. Ich lese nur einen Artikel von ihm über eine Sache und dann gehe ich davon aus, das stimmt, Punkt. Also ich habe auch nicht viel Zeit, jetzt alles zu hinterfragen als Leser. Das ist nicht der Wunsch des Lesers. Eben, aber die andere Sache ist, also ich möchte ein bisschen so auch die Perspektive der Wirtschaft hier vertreten. Schauen Sie, wie viele Leute da sind. Die sind doch alle in der Lage, auch ein bisschen die Show zu durchschauen, oder? Wenn Merkel oder sonst jemand sich hinstellt und sagt, wir haben wieder für das Land hier gekämpft, dann weiß ich doch als Bürger, entferne die halbe Sätze, dann hast du die Wahrheit irgendwo dazwischen. Das ist doch eine Show und das wissen wir doch alle, oder? Das heißt, so schlimm ist es gar nicht. Das gehört doch dazu zum politischen Spiel, dass jeder sich ein bisschen profilieren will. Er will ja auch wiedergewählt werden. Womöglich würden wir alle das Gleiche machen. Nicht. Die Frage ist, also, was können wir einfordern als Bürger von Ihnen und was sind Sie auch bereit zu liefern? Was können Sie überhaupt liefern? Weil einfordern kann ich wieder. Die Frage ist, was können Sie machen? Jetzt haben wir zwei Worte ganz hinten, eine. Wenn es zum Thema passt, bitte gerne. Ja, ganz hinten war erste Wortmeldung, dann zweite und dann hier nochmal zweite. Ich rede laut genug, denke ich. Wir wissen, dass die Presse um die Existenz kämpfen muss. Das weiß jeder, dass die Auflagen zurückgehen, dass die digitalen Einrichtungen viele Leser abspenstig machen von der Presse und so weiter und so fort. Und dass in der Presse viele Dinge erscheinen, die nicht nochmal nachgelesen wurden. Viele Deutschfehler haben, meine Gymnastik. Enkelchen, die weisen mich ständig darauf hin, wenn sie auf meinem Betreiben hin Zeitungen lesen. Verstehen wir alles. Aber trotzdem hat die Presse eine ungeheuer wichtige Aufgabe, die Dinge so darzustellen, dass sie der Allgemeinheit verständlich sind. Und wir dürfen nicht die Sprachen verwenden, die wir zum Beispiel heute hier an der Tafel hatten, an dieser die Presse muss sich mit den Leuten auseinandersetzen, in deren Gedankenwelt und Sprache. Und es darf auch nicht sein, wie zum Beispiel geschehen bei einer Stuttgarter Zeitung, da hat ein Journalist oder wahrscheinlich auch Redakteur geschrieben in einem Absatz, die Stadt Odessa, die auf der Krim gelegen ist, so Sachen passieren, weil nicht mehr durchgelesen werden kann, weil man nicht mehr die Leute beschäftigen kann, die solche Artikel nochmal kontrollieren könnten. Geht nicht mehr, man muss so zufrieden sein. Aber die Presse hat nach wie vor, und das ist ihre einzige Chance, dass sie auf Dauer existieren kann,
die Wahrheiten so unter das Volk zu bringen, dass sie jeder verstehen kann und versuchen, das deutlich auszusagen, dass es jeder mitkommt. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir noch eine Frage. Ja, ich möchte anknüpfen an die mehrmals erwähnte Grenzediskussion und das Papier der Lungenärzte. Ich finde, es hat erstaunlich, ich möchte sagen, enttäuschend lange gedauert, bis jetzt mal in diesen Tagen an der Zeitungsredaktion aufgefallen ist, dass die dortigen Angaben, also die Angaben in diesem Papier, nicht einmal rechnerisch stimmen. Ich denke, da ist auch im Pressewesen ein bisschen was schiefgelaufen. Das hätte man früher merken sollen. Okay, danke schön. Eine Frage? Also bitte Fragen stellen, ja, dann. Genau, also ein Appell an Herrn Zietlow vor allem, weil Sie haben ja vorher als Beispiel genannt, als Sie in Brüssel waren, haben Sie dann erkannt, dann hat der Italiener über das gewollt, der Franzose hat über das gewollt. Und eigentlich möchte ich gerne sowas in der Zeitung lesen, also dass Sie darüber dann auch berichten. Also ich habe ganz viel von Herrn Sonneborn gelernt aus der Titanic. Ich meine, es ist sehr extrem, aber ich meine, wer sagt solche Sachen? Ich meine, ich weiß, dass Sie das nicht in der Form können. In die Richtung, ich glaube, das wird ein Stück weit Zeit und auch gut. Das, was mir fehlt, ist die Kommunikation zwischen den Abgeordneten und Frau Gebhardt. Ich habe mal eine E-Mail geschrieben bezüglich den Uploadfilter. Und ich habe über Uploadfilter, über die Zensur vom Internet, von der EU. Und ich habe von Ihnen keine Antwort bekommen. Ich habe keine Antwort von keinen einzigen Abgeordneten von der EU. Von der SPD, von meiner Partei, hat keiner geantwortet. Nur Herr Zimmermann, letztens auf Twitter, hat auf meinen Tweet geantwortet. Ich finde, das geht gar nicht, weil ich bin bei den Jusos, ich bin Vorsitzender zu draußen da, Jusos. Da hätte ich mir schon ein bisschen Feedback gewünscht. Okay, gut, Dankeschön. Und gleich was dazu sagen. Also, Sie geben mir nachher Ihren Namen, weil ich eigentlich alle beantwortet habe, die ich mir gekriegt habe. Vielleicht ist es ins Spam reingegangen, weil gerade in dieser Frage habe ich alle E-Mails, die ich gekriegt habe, auch alle SMS, die ich gekriegt habe, habe ich beantwortet. Okay. Also, der Herr da hinten, also natürlich kann ich erstens sagen, Sie haben natürlich völlig recht. Wer eine Zeitung liest, hat Anspruch darauf, dass das stimmt und dass das korrigiert wird. Und ich kann Ihnen auch versichern, das findet auch immer noch statt. Natürlich geht es den Zeitungen ein bisschen schlechter als früher. Wir können uns immer noch zwei Leute leisten, die jeden Text durchlesen. Also es wird geschrieben, es wird sozusagen vom Redakteur und dann noch vom Korrektorat. Natürlich sind da am Ende trotzdem noch der ein oder andere Fehler. Aber es ist nicht so, dass man so auf dem Zahnfleisch daherkommt, dass wir uns nicht ernsthaft, sehr ernsthaft bemühen, das gut zu machen. Das Gleiche möchte ich Ihnen sagen, also ich bin jetzt natürlich schon zwei Jahre nicht mehr in Brüssel, aber natürlich habe ich genau das versucht, die verschiedenen Positionen darzustellen. Es geht ja immer darum, das ist ja Aufgabe des Journalisten, natürlich kommentiert er auch, aber im Prinzip soll er ja einen Sachverhalt möglichst genau darstellen und zeigen, was passiert denn da, damit der geneigte Leser oder die geneigte Leserin sich daraus eine eigene Meinung bilden kann. Das ist ja, wenn man so ein bisschen pathetisch sagt, der verfassungsgemäße Auftrag der Presse. Und ich würde schon sagen, natürlich versuche ich das auch selber und manchmal gelingt es dann besser, manchmal nicht, aber dazu, genau. Herr Blavitz, ich habe eine Frage zum Sie, die sagten bei Ihrer Analyse, die Themen werden von den Politikern gesetzt und nicht von den Journalisten. Interessanter Aspekt, denn wer selektiert aus der Fülle der Themen, was morgen in der Zeitung steht? Das ist doch der Journalist, oder? So gesehen kann ich sagen, ja, das haben vier jetzt was gesagt, ihr Politiker, auch namhafte und wichtige, aber ich nehme doch nur die Meldung, die meiner Redaktion passt oder meiner Leserschaft. Ja, die Agenda setzen, das bezieht sich in dem Fall tatsächlich auf die Themen, über die gesprochen wird. Also die politischen Initiativen, die Beschlüsse, die Reibereien, wer stellt sich gegen wen, sofern es mal zu offenen Konflikt kommt. Ich erkläre es mir so, es gibt diesen Informationsüberfluss in Brüssel, also ich durfte ja mal vier Wochen mit Chris dort sein, natürlich waren wir eher und nicht als Volontär, dann heißt es viel zu viel, es passiert viel zu viel, als dass man auch nur ansatzweise eigentlich einen Überblick haben kann. Und was macht man dann, wenn zu viel passiert? Man priorisiert. Ja? Und wie priorisiert man?
Angela Merkel ist in der Stadt. Was machen Sie als einziger Vertreter der Stuttgarter Zeitung? Gehen Sie nicht zu Angela Merkel oder gehen Sie hin? So, und die EU-Kommission sagt, heute sprechen wir eine Strafe gegen Google aus. Von wie vielen Millionen, keine Ahnung. Gehen Sie dahin und machen Sie es oder machen Sie es nicht? Natürlich machen Sie es, ja. Und so gesehen ist durch diesen Ressourcenmangel, der angesprochen war, eine ältere Studie gibt es, die kommt schon 10 Jahre alt, aber laut dieser Studie hat der durchschnittliche Journalist 4 bis 6 Stunden Zeit von der Recherche bis zur Abgabe des Beitrags. Das heißt, er macht 1 bis 2 Beiträge pro Tag, ja, von 0 bis Abgabe. So, und dann selektieren Sie, und dann, so interpretiere ich es zumindest, dann selektieren Sie, und dann ist der Ihnen sozusagen am verlässlichsten Informationen gibt und der in der Prominenz am höchsten steht, der schreibt dann in dem Blog, Sie wählen noch die Worte, aber das Thema setzt derjenige, der sich hinstellt und eine Pressekonferenz. Welche Rolle spielen da die Nachrichtenagenturen? Gibt es eine Studie dazu? Ich habe allerdings, es gibt eine aktuelle Studie zu den Nachrichtenagenturen, die setzen auch Themen, die sind ja auch ein bisschen, die gelten auch immer so ein bisschen als verlängerte Werkbank der Redaktion. Allerdings stellt sich es oft ein, zumindest Christian, glaube ich, ein Lied davon singen, dass wenn die Agenturen ein Thema setzen, dass es dann oft heißt, ja okay, das macht ja die DPA, aber wir haben noch einen eigenen. Also lieber Chris, die DPA schreibt für das Thema X, da wollen wir jetzt ein eigenes Stück dazu haben. Und man nimmt es da nicht sozusagen als Ersatz, um sich auf das wirklich Wichtige, auf das zu konzentrieren, was nicht die Agenturen machen, sondern man folgt dem Programm der Agenturen sozusagen ein bisschen. Aber die Agenturen folgen ja auch wiederum, die sind ja auch die langweiligsten Selektionskriterien, die man sich vorstellen kann. Also wenn irgendjemand, der in einer hohen Position ist, alles, was Merkel sagt, wird von der Agentur vermeldet. Und die sind ja selber, gehen ja selber von dieser Hierarchie aus. Ja? Und so gesehen ist aus dieser Dynamik heraus, aus diesen ja doch ähnlichen Kriterien, ergibt sich dann eben diese Dominanz von den Institutionen bei der Demokratie. Gibt es einen Unterschied zwischen Zeitung und elektronischen Medien wie Fernsehen oder Radio? Also ich habe die Zeitungsjournalisten, in meiner Studie schlechten Zeitungsjournalisten nicht wirklich heraus bei ihren Ansichten. Ich habe aber jetzt zum Beispiel nicht gefragt, welche Rolle es spielt, dass jemand zum Beispiel in der Muttersprache ein Statement abgeben kann. So, also das habe ich nicht gefragt, spielt aber vermutlich mal definitiv eine Rolle. Eine Frage, bitte. Ich will es wirklich ganz kurz machen. Ja. Es gibt ja diesen berühmten Spruch von Guardian, fact is sacred, comment is free. Das heißt also, es gibt eine deutliche Trennung zwischen der reinen Berichterstattung und allem, was in irgendeiner Weise Bild meines beeinflussend ist. Und ich sehe diese Grenze übrigens auch bei der Zeitung letzter Zeit öfters etwas unklar. Ich würde sie ganz gerne behalten. Zweite Frage, es klang ja schon an, die Journalisten haben eine tolle Aufgabe, aber dieser Bedeutungsverlust der Presse hängt ja mit dem Aufstieg der Social Media zusammen. Und das sind ja eigentlich diese Punkte, die wir gerade in den letzten Minuten gehört haben, angefangen von der Aktualität bis hin sozusagen auch zu der Sache, dass ich gar keinen Vermittler mehr brauche, weder eine Agentur noch einen Journalisten noch eine Zeitung oder sonst was. Und so einem Fuß ist für die Farbe auch noch kostenlos. Dann, ja, wie hat sich das eigentlich oder wird sich das eigentlich in Ihrer Ansicht nach weiterentwickeln? Und was könnte etwa auch, ich sage mal so, Russland dagegen tun? Und die dritte Frage, ja, der Elefant im Raum ist ja nun Brexit. Ist es nicht auch ein Europa-Informationsproblem, der ganze Brexit? Und zweitens hat er Veränderungen in Brüssel hervorgerufen. Sie haben ja vor 3, 4 Jahren, als das Brexit noch nicht so sehr ernst war, diese Umfrage gemacht, und ich vielleicht mal Herrn Sieber fragen, hat sich das ausgewirkt? Sehen Sie da Veränderungen? Ich könnte die letzte Frage mal kurz wiederholen, das habe ich ganz. Die Frage war, was hat sozusagen Brexit und die ganze Diskussion einschließlich Berichterstattung in Brüssel verändert? Sie möchten auch etwas fragen, wenn Sie dann so spät sind. Ein Wunsch äußern. Ein Wunsch. Ich war vor etwa einem Jahr zu einer politischen Informationsveranstaltung in Brüssel und fühlte mich danach richtig gut informiert. Aber es sind so viele neue Begriffe, so viele Wörter, die dann an einem vorbeirauschen. Sprich, ich habe das meiste seither wieder vergessen. Und deshalb denke ich, dass sowohl geänderte Schulpläne als auch Informationsveranstaltungen vor einer Wahl, die dann 3, 4, 5 sind, aber dann wieder verschwinden. Von daher würde ich mir wünschen, dass es jeden Abend
eine halbe Stunde Nachrichten, gut aufbereitet, lustvoll anzusehen, in den Nachrichten gibt, wo das alles Mögliche immer wiederholt wird, was hat der Italiener gesagt, was hat er schon genannt haben. Ich denke, das würde über die Dauer viel mehr geben. Okay, danke schön. Ja, jetzt gehen wir in die Antwortrunde. Bitte schön. Was hat der Brexit verändert? Natürlich ist es sozusagen die bisher, wenn man so will, bisher radikalste Ablehnung der Europäischen Union. Insofern ist es natürlich ein riesen Einschnitt, der da bevorsteht und ist natürlich auch tatsächlich ein riesiges Kommunikationsthema. Also ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber wenn ich sehe, wie die deutschen Zeitungen oder deutschen Medien insgesamt über Europapolitik berichten, dann ist das, glaube ich, ein großer Segen im Vergleich zu wie viele britische Zeitungen über die Europapolitik berichten. Also der genannte Guardian, Independent ausgenommen und sicher auch noch ein paar andere. Aber wenn man sieht, was da wirklich ganz offensichtlich Mist berichtet wird, und es gibt ja eine nette Anekdote, ich weiß nicht, vielleicht ist sie auch bekannt. Mein Vorgänger Thomas Gack, der war tatsächlich sehr, sehr lange in Brüssel, über 20 Jahre. Und er hat in den 80er Jahren einen gewissen Journalisten Boris Johnson kennengelernt. Brüsseler Journalist, weiß nicht mehr ganz genau, ob für Telegraph oder Times. Und auf den geht im Prinzip, wenn man so will, ein bisschen diese Brüssel-Berichterstattung zurück. Wir suchen uns irgendwas Krawalliges. Und da gibt es natürlich oft Sachen, wo man denkt, warum muss jetzt die EU bestimmen, wie in Oliven, ob Olivenöl in offenen Kännchen oder verschlossen. Da gibt es natürlich auch ein paar, gerade im Binnenmarktbereich, da kennt sich Frau Gebhardt besonders gut aus, gibt es natürlich ein paar Sachen, die auf den ersten Blick so denkst, aber hallo, muss das sein? Ja, und der hat dann wirklich ein Geschäftsmodell ausgemacht. Und wenn man heute guckt, also das ist ja... Also ich bin da manchmal erschüttert. Ich bin selber halber Brite, habe auch mal vor vielen Jahren ein Praktikum Daily Telegraph gemacht und hatte eigentlich immer großes Ansehen für die Zeitung, weil die mein Opa immer gelesen hat und das Opa macht ich ja immer gut. Und wenn ich mir das heute anschaue, wirklich purer Kampagnenjournalismus, also speziell im Thema Brexit und EU geht. Insofern in Deutschland, im deutschen Pressewesen liegt auch einiges im Argen, will ich damit abstreiten, aber wenn man im Vergleich zum britischen, dann geht es uns wirklich Gold in Sachen im Vergleich zu Europa. Okay. Man muss auch vielleicht gerade dazu noch filmen, der Herr Farage zum Beispiel hat auch seine eigene Radiosendung. Das ist kein Problem, dass er praktisch jeden Tag eine halbe Stunde lang seine ganzen Sachen da über Europa natürlich aus seiner Sicht heraus an die Bürger rankommt, und da er ja auch schauspielerisch doch sehr begabt ist, kommt es natürlich bei den Bürgern wahnsinnig gut an. Und warum soll man nicht glauben, wenn das doch im Radio, im offiziellen Radio ja jeden Tag kommt, warum sollen wir das nicht glauben als Bürger, ja, was da gesagt wird? Es kam die Frage mit Social Media. Brauchen Sie wirklich noch Journalisten? Sie brauchen doch nur ein Twitter-Konto und jeden Tag alles Mögliche da reinticken und schon ist die ganze Welt informiert. Nee. Über Ihr Gedankengut. Nee. Nein, also wir brauchen die Journalisten. Wir brauchen die Journalisten, weil eines wissen wir ja auch aus vielen Untersuchungen, dass die Bürger und Bürgerinnen schon noch mehr dem glauben, was in einer Zeitung oder im Radio erzählt wird oder was im Fernsehen kommt, als dem, was sehr schwierig herauszufinden ist in den sozialen Medien, was ist denn jetzt richtig, was ist nicht richtig. Und ich merke, dass da also durchaus auch eine Zurückhaltung, die größer wird bei den Bürgern, auch bei Jugendlichen, was so alles in den sozialen Medien zu lesen ist. Da kann ich auch sehr viel schlechter erkennen, ja, ist das denn eigentlich wahr? Wer hat denn diese Nachricht denn eigentlich geschrieben? Ist es eine reale Person oder nicht und so weiter und so fort? Also ich denke, wir brauchen die Journalisten, weil die durchaus eben auch mit ihrem Namen zeichnen und deswegen rückverfolgbar ist, was da gemacht worden ist, und dann eben auch die Bürger und Bürgerinnen auch danach fragen können. Und sagen können, ja, was dieser eine da immer so schreibt, ja, das weiß ich nicht, ob ich das so glauben darf.
aber was der Herr Ziegler schreibt, das können wir alles glauben. Ja? Das habe ich jetzt einfach Was machen Sie, wenn Sie eine Meldung rausgeben wollen? Sie wollen, möchten über etwas informieren. Also, was machen Sie? Ich mache natürlich eine ganz konventionelle Pressemitteilung. Das ist die eine Sache. Ja. Und wer ist die? Also die geht an eine große Anzahl von Journalisten. Ich habe inzwischen auch ein großes Netzwerk, weil ich ja auch jedes Jahr zum Beispiel anbiete im Europäischen Parlament ein Seminar, ein Journalistentreffen, ein dreitägiges für Lokaljournalisten. Und weil ich eben dieses Defizit kenne, weil die Lokaljournalisten eben nicht wissen, wie Europa funktioniert. Und Herr Ziegler war auch immer wieder, als er noch in Brüssel war, als Referent auch bereit dazu kommen, um einfach mal zu zeigen, was passiert denn in diesem Europa. Und ich habe natürlich auch mein Europa aktuell, das ich auch weiter vertreibe. Und alle Leute, die gerne meine Pressemitteilungen haben wollen, weil sie informiert sein wollen über das, was ich mache, die kriegen das natürlich auch. Also vielleicht kann ich da mal, also es gibt natürlich auch viele Untersuchungen dazu, auch Fragen, wie oft nutzen, also gerade an EU-Abgeordnete, wo gefragt wird, wie oft nutzen Sie eigentlich Twitter jeden Tag, wie viel können Sie erreichen? Nicht ganz wenig. Also ich würde sagen, das Gros, der durchschnittliche EU-Abgeordnete würde sagen, okay, Twitter ist schon hilfreich, weil halt viele Journalisten bei Twitter sind und man kann die da möglicherweise noch auf einem anderen Kanal erreichen. Ich habe in meiner Erfahrung gefragt, wie effektiv ist es eigentlich, bestimmte Kanäle zu bedienen. Ja. Interessant fand ich, also eine Pressemitteilung wurde als ähnlich effektiv wie Social Media, also Facebook-Post habe ich konkret gefragt, beurteilt. Fast noch interessanter fand ich, dass eine Rede im EU-Parlament als wesentlich weniger effektiv gesehen wurde. Also ganz wenige glauben, dass sie, wenn sie im EU-Parlament sprechen, dass sie dann zum Bürger durchdringen. Und ich bin auch ein letztes noch zum Thema Social Media. Ich glaube, dass es nicht wirklich hilfreich ist, zu sagen, naja, wir machen jetzt Facebook und dann wird alles gut. Ich glaube, die erfolgreichste Partei auf Facebook ist die AfD. Warum? Weil sie halt zum einen so viel Krawall macht. Das wollen sie nicht. Das wollen die Kollegen aus der Christdemokraten-Fraktion, das wollen die Liberalen auch nicht. Die AfD macht halt Krawall und die hat vor allen Dingen treue Anhänger, die halt. So, für solche Leute ist Facebook gemacht und auch für die Farage und Boris Johnsons dieser Welt, aber halt nicht für die, sagen wir mal, ernsthaften, wirklich ehrlich gutmeinenden Politiker wie Sie und viele andere. Ja. Okay, habe ich schon was dazu gedacht. Wie gestalten Sie Ihren Tag so, dass Sie an Informationen rankommen? Also jetzt jenseits der Agenturen, die da natürlich alle möglichen Texte vorlegen, aber wie kommen Sie jetzt auf die Idee, Frau Gebhardt? Kommt ja von Ideen oder warten Sie einfach, was da auf den Tisch kommt? Ja, natürlich. Also klar, also es ist ja immer eine Mischung aus, die Themenplanung läuft ja im Prinzip so, dass man immer so ein bisschen guckt, was kommen denn für Ereignisse auf uns zu, was könnte der Leser da wissen. Das ist sozusagen das eine, die sogenannte Agenda, die Politik vorgibt. Und natürlich ist man sozusagen immer oft im Austausch, man trifft Politiker bei Pressekonferenzen, bei Hintergrundgesprächen, man ruft auch einfach mal an und fragt dann mal, gibt es irgendwas, wie sieht es denn aus? Ich habe gehört, XY hat den in der Fraktionssitzung angeschrieben, was ist denn da bei euch los? Über solche Sachen redet man und hört dann, ah ja, da geht es um das voll wichtige Thema XY. Also man schnappt, letztlich geht es um mit Leuten reden und Sachen aufschnappen, wo die sich vielleicht drüber ärgern, weil da irgendein Mist läuft. Und dann nachzuhaken und über zu überlegen, ist das wirklich ein Thema oder ist das ein, oder sagt man, das ist so eine Petitesse. Und da komme ich natürlich zum Thema Social Media. Journalismus hat jahrzehntelang oder jahrhundertelang, wenn man so will, funktioniert als sozusagen eine, zwar akzeptiert, dass die Journalisten eine Auswahl treffen, das ist eine Dienstleistung, ich habe nicht so viel Zeit, mir alles anzugucken, also bezahle ich jemanden dafür, dass der mir das Wichtigste aussucht. Und das ist jetzt ja sozusagen durch Social Media, ist ja, merkt, kann plötzlich jeder sehen, ja, was gibt es denn da alles für Informationen? Ja, um Gottes Willen, das haben wir uns alles vorenthalten, diese Arschlöcher. Die sind ja irgendwie, die stecken ja mit dem Kapital und mit diesen Politikern alle unter einer Decke, das ist ja ungeheuerlich.
Genau. Und insofern, man muss jetzt einfach, insofern hat natürlich das Social Media unseren Beruf sehr verändert, weil sozusagen alles auf dem Markt ist. Und trotzdem muss man, glaube ich, die Souveränität haben, zu sagen, ja, wir treffen trotzdem eine Auswahl. Und auch wenn du dich beschwerst und sagst, ja, das ist ein total wichtiges Thema, aber da haben wir übrigens letzte Woche schon was gemacht. Oder wir machen da nächste Woche was drüber. Da kann nicht alles gleichzeitig. Die Zeitung hat irgendwie 32 Seiten, natürlich gibt es einen Online-Auftritt, aber man hat einfach auch begrenzte Zeit. Und so versucht man natürlich die wichtigsten Themen nach wie vor auszuwählen, wo man sagt, das ist für unseren Leser am wichtigsten. Aber es ist natürlich nicht einfach, weil man tatsächlich damit konfrontiert wird, ganz oft mit dem Satz, ja, Gottes Willen, haben Sie nicht gesehen, das ist ja ein Riesenskandal und Sie unterdrücken den. Hat jemand versucht, Sie jemals zu beeinflussen, eine Richtung vorzugeben? Also in der Redaktion oder von der Politik? Von Politik oder von der Wirtschaft, das heißt jetzt nicht im Sinne der Presse, es ist einfach nur einen gewissen Einfluss zu üben, in welche Richtung, welche Informationen Sie weitergeben. Also wir sprechen jetzt ja oft von Lobbyismus. Also für die Redaktion kann ich es eigentlich tatsächlich wirklich ausschließen. Also mich hat noch nie wirklich jemand gesagt, das darfst du nicht schreiben. Wenn jemand meine Meinung zu einem bestimmten Thema kennt und der Chef will sie nicht lesen, dann wird er wahrscheinlich eher einen anderen fragen, dass er den Leitartikel schreibt. Aber das kommt jetzt ehrlich gesagt, ich kann das wirklich nicht berichten. Das ist, aber natürlich ist es ja logisch, dass Politik sozusagen, also Politiker, Lobbyisten, die wollen alle ihre Botschaft unterbringen. Und das ist deine Aufgabe, da alles auszuwerten. Eine Frage, bitteschön. Sie hatten vorher von der Themensetzung geredet und gesagt, dass die meist von Politikern bestimmt wird. Wenn ich mich recht entsinne, hat der Herr Plawitz aber ganz am Anfang erwähnt, dass das hauptsächlich die Europäische Kommission ist, also diese mittägliche Pressekonferenz, wo dann tatsächlich bestimmt wird, was am Tag irgendwie relevant ist. Und da frage ich mich dann schon ein bisschen, dadurch, dass die Kommission ja irgendwie eher über zwei Schritte demokratisch legitimiert ist, ist es nicht irgendwie natürlich, dass der Bürger sich ein bisschen entfremdet fühlt von diesen Themen, wenn letztlich hauptsächlich über die Kommission berichtet wird und weniger von der Arbeit der europäischen Parlamentarier? Und wäre es nicht gerade für eine Zeitung wie die Stuttgarter Zeitung dann relevant, die ja eher, sagen wir mal, regional, überregional arbeitet, gerade die Themen auszuwählen, die von den europäischen Parlamentariern der jeweiligen Region irgendwie bearbeitet werden? Wollen Sie ergänzen? Ich will mal auch noch eine kurze Frage, um es einzuordnen. Ich arbeite seit kurzem für die Landesverwaltung und in dem eher technischen Bereich, und wenn wir den Pressespiegel anschauen, dann stellen wir halt manchmal fest, dass da haarsträubende Dinge am Ende rauskommen von dem, was getan wird. Und deswegen mal meine Frage an Frau Gebhardt, und vielleicht hat auch Herr Plawitz dazu was gehört von den Kommissionsmitarbeitern: Wie groß ist das Problem, dass die Journalisten schlicht völlig falsche Dinge aus dem machen, was man ihnen gegeben hat? Ja. Ich wollte noch mal einmal kurz einhaken, den einen Punkt hat mein Vorredner schon vorhin vorweggenommen. Auf das, was vorhin auch in der Diskussion war, das Thema Schule. Müssten wir nicht vielleicht doch in der Schule anfangen? Weil, also ich weiß, da haut man immer gerne, sehr gerne drauf, aber ich finde, in dem Bereich darf man das auch. Weil, wenn ich mir das in Baden-Württemberg anschaue, dann hat das Fach Gemeinschaftskunde häufig eine Stunde, also nicht zwei Doppelstunden, sondern eine Stunde in der Woche mit 45 Minuten. Ab und zu dann in höheren Klasse Stufen 2. Und selbst wenn ich das Fach im Abitur wähle, also Gemeinschaftskunde als Leistungskurs, dann habe ich die EU bloß so ein bisschen an der Seite, weil das ist kein Sternchenthema, dementsprechend nicht abiturrelevant. Und deswegen machen es dann auch einfach die Lehrerinnen und Lehrer nicht so wirklich, weil andere Themen weiter im Vordergrund stehen. Also müssten wir vielleicht nicht doch eine Schule anfangen. Gut, also. Ja, also, dass man an der Schule anfangen muss, das denke ich ja, und das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, aber das reicht natürlich nicht, weil viele Bürger und Bürgerinnen sind schon aus der Schule raus und wir können nicht verlangen, dass sie wieder in die Schule gehen und dass sie dann, aber ich gebe Ihnen recht, in der Schule müssen wir anfangen, aber wir müssen eine ganz große Palette anbieten, in denen wir das machen. Und das sind eben genau solche Organisationen wie das Europazentrum oder die Friedrich-Ebert-Stiftung und andere sehr wertvolle
und kompetente Organisationen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, sehr gerne zusammenarbeiten, damit diese Informationen auch weitergehen. Und wer es wissen möchte, hat dann auch eine Möglichkeit, das zu tun. Und ich denke auch immer, es gibt eine gewisse Hohlschuld von Bürgerinnen, nicht nur eine Bringschuld der Politiker oder der Journalisten, sich auch vielleicht mal auch ein Buch an die Hand zu nehmen und reinzuschauen, wie ist das denn eigentlich, um sich selber zu bilden. Also diese Möglichkeit gibt es auch und ich weiß, dass viele Leute das durchaus auch machen. Die eine Frage war ja auch, wie wir reagieren, wenn offensichtlich falsche Sachen berichtet werden. Ja, was machen wir? Was machen wir Abgeordnete? Also ich kann mich noch erinnern an eine Geschichte, war im Haller Tagblatt, ein Riesengeschichte Aufmacher auf der Seite für Schwäbisch Hall, dass einer alten Frau verboten wurde, ihre Äpfel zu verkaufen, weil die Europäische Union das verboten hat. Ja? Und das hat das Gewerbeamt so beschieden. Ich habe gesagt, nee, das ist eigentlich Schwachsinn, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe dann in das europäische Gesetz nachgelesen und da steht wortwörtlich drin, es bleibt den Mitgliedstaaten unbenommen zu erlauben, dass die Produkte, die nicht in die Handelskategorien hineinpassen, auf regionalen Märkten verkauft werden. Ich wusste, dass das so ist, weil in Frankreich durften sie verkauft werden. Das heißt, das ist nicht das europäische Recht, sondern das nationale Recht, das es verbietet, dass diese Äpfel verkauft werden. Mit meinem neuen Wissen bin ich dann in die Redaktion gegangen. Ja, das war jetzt vor zwei Tagen, das geht uns doch nichts mehr an. Und ich habe, und das war vor ein paar Jahren, und ich kämpfe bis heute in Schwäbisch Hall mit diesem Thema, weil das natürlich die Leute sehr aufgeregt hat, zu Recht, aber immer noch eben geglaubt wird. Und wenn ich ich war jetzt im September, da war wieder im Oktober Handwerkermarkt und da war so ein Topf mit Äpfeln, das sind die Äpfel, die Europa nicht erlaubt zu verkaufen. Und das sind dann solche Sachen und die bleiben hängen bei den Bürgern. Die bleiben hängen bei den Bürgern und das wieder zurechtzubiegen, ist wahnsinnig schwierig und kompliziert. Wir machen als Abgeordnete schon, was wir können, aber wir sind dann aber auch in den Händen, also ich hätte natürlich auch verlangen können, dass da eine, da gibt es ja diese, ja, aber das, ja, ich glaube, ja, das bringt das am Ende wahrscheinlich auch nichts. Dann sind die Abgeordneten wieder als Rechthaberin, Rechthaberei da. Also das sind eben solche Sachen, wo man auch darüber nachdenken muss. Aber solche Geschichten passieren leider immer wieder. Und das Zweite, was mich auch immer manchmal auch wütend macht, das war vor allem im letzten Jahr, da haben wir nur noch von Chaos und Krise gelesen und gehört. Ja. Nur noch Chaos und Krise. All die anderen Dinge, die gut funktionieren, die sind alle unter den Tisch gekehrt worden. So dass natürlich bei der Bevölkerung der Eindruck entstehen muss, dass in Brüssel und die Europapolitiker wirklich nur solche blödsinnige Chaoten sind, die nichts mehr hinkriegen und die auch keine Entscheidungen mehr treffen können. Und das prägt natürlich auch ein Stimmungsbild in der Bevölkerung. Und da ist auch ein bisschen mein Appell, da sich zu überlegen, ist das wirklich die richtige Herangehensweise? Natürlich müssen über diese Probleme diskutiert werden. Natürlich muss das auch aufgegriffen werden. Aber vielleicht ein bisschen seltener die Worte Krise, vielleicht nur noch dann, wenn es wirklich eine Krise ist und nicht nur jedes Mal, wenn irgendetwas irgendwie nicht ganz so passt, dass es gleich eine Krise ist oder dass es gleich Chaos ist. Also ich denke, da sollte man also da in den Headlinern zumindest da vielleicht ein bisschen besser aufpassen. Also weniger Bildzeitung, mehr Referenz oder so. Das ist auch nicht schlecht. Einen Satz noch dazu, dann können Sie Schluss. Ja, wozu? Zu den Fragen, wenn Sie also das noch gefühlt haben. Ja, also vielleicht zu der Entfremdung vom Bürger, wenn da vor allen Dingen Menschen aus der Kommission zitiert werden, also genauso wichtig bei der Themensetzung sind ja auch die Ratssitzungen, also die Gipfel vor allen Dingen, wenn die Staats- und Regierungschefs einfliegen,
Da sieht man immer die davor fahren und Leute laufen wieder aus den Limousinen raus und dann begrüßt von Jean-Claude Juncker und so. Das ist ja auch klassisch. Also man liest nicht nur von den Kommissionsmenschen, sondern auch von den Staats- und Regierungschefs, aber eben vor allen Dingen von diesen nationalen Politikern. Und interessant, um jetzt noch eine weitere Anekdote zu bringen, Phosphat im Döner, vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Das ist, glaube ich, eine der ganz wenigen Male, wo wirklich mal über das EU-Parlament berichtet wurde, weil da ging es ja darum, das war, glaube ich, noch nur im Ausschuss oder so, wo man dafür gestimmt, also es ging ja mit, man sollte ja prüfen, ob Phosphat im Döner, oder auch woanders, aber das war halt die Bildunterschrift, ob das irgendwie gesundheitsgefährdend ist oder nicht. Und das war da eine der wenigen Male, wo eben über das Parlament berichtet wurde. Das ist sozusagen aus Sicht der Bildzeitung, glaube ich, nachvollziehbar. Die arbeiten halt so. Ich glaube, die haben auch gar keinen Korrespondenten in Brüssel, wenn ich es richtig weiß. Und mir hat der Rechtsanwalt, der für diesen Dönerverband, es gibt den Verband türkischer Dönerfleischhersteller oder so, mit dem ich mal telefoniert, der hat sich also wirklich gerühmt, dass er halt, er war sozusagen der Mensch, der die Bildzeitung da draufgebracht hat, und wir haben das natürlich dankbar angenommen. Ich möchte es da aber gern, um dieses sozusagen dieses Krisending, dass das immer nur in Europa Krise ist, ich stelle schon fest, dass so eine Art, dass sowas könnte, glaube ich, auch im Bundestagsausschuss passieren. Dass so eine am völlig falschen Zeiten so eine Berichterstattung so groß hochgezogen wird. Also ich glaube, das ist generell ein Problem von parlamentarischen Entscheidungsprozessen. Ich glaube, im EU-Parlament trifft es besonders, weil halt Komitologie und drei Lesungen so ist extrem lang. Aber ich glaube, es ist einfach zu sagen, aber es ist schlichtweg so, da ist halt der Entscheidungsprozess im Parlament einfach sehr medienunfreundlich, sagen wir mal so, also nicht gut für die Verwertungslogik von Medien. Das ist natürlich ein Problem. Eine letzte Frage, bitteschön. Vielleicht auch ein kleines Statement dazu. Ich hätte einen Wunsch, den Wunsch zu ergänzen, der vorhin geäußert wurde. Und zwar gibt es im Bundestag, auf der Bundestagswebseite, gibt es eine Möglichkeit, Parlamentsdebatten zu sehen und auch einzelne Beiträge von den Abgeordneten dann nochmal im Video zu sehen. Denn spätestens am Tag danach kann ich das Protokoll lesen. Das vermisse ich beim EU-Parlament. Ich kann weder das Parlament, weder in Phoenix noch sonst irgendwo, ganz, ganz selten, und wenn dann nur ein kleiner Ausschnitt, gibt es die Möglichkeit, EU-Parlamentsdebatten zuzusehen und dann auch möglichst dann, wäre es natürlich sinnvoll, dass dann die deutsche Übersetzung dann übertragen wird. Also letztens, einmal habe ich tatsächlich mal einen kleinen Abschnitt erwischt und dann hat man aber immer die Reden der Parlamentarier ausgeblendet, weil die ja ausländisch gesprochen haben, wenn ich das Entschuldigung so sagen darf. Für mich und dann das Protokoll habe ich nicht gefunden. Also das wäre schön, wenn das leichter wäre, so etwas zu finden. Okay, was Sie sagen, das stimmt. Abgesehen davon lese ich Ihren Europa aktuell Newsletter mit wachsender Begeisterung. Danke. Ja, also das stimmt nicht, dass man das nicht verfolgen kann, was im Europäischen Parlament geschieht. Wir streamlinen alle Sitzungen, sogar die Ausschusssitzungen, über Webstream in das Internet, und Sie können alle Reden, egal welches Abgeordneten, in der deutschen Übersetzung nachverfolgen. Und Sie können es auch in der Mitternacht nachverfolgen, was die Gebhardt morgens um 9 gesagt hat. Das heißt also, das ist alles abrufbar auf den Seiten des Europäischen Parlaments. Jetzt sagen Sie auch, das sei nicht leicht zu finden. Also ich werde es mir noch mal genauer angucken. Wenn es tatsächlich schwierig ist, zu finden, dann werde ich dafür sorgen, dass man es finden kann, weil ich gerade als Vizepräsidentin auch für die IKT, für Informations- und Kommunikationstechnologie zuständig bin, habe ich auch das in der Hand. Ich werde es noch mal mir genauer anschauen, und wenn es nicht prominent zu finden ist, dann werde ich dafür sorgen, dass es kommt. Aber wie gesagt,
Wir sind da viel weiter als der Deutsche Bundestag. Der Deutsche Bundestag und der Landtag haben ihre Ausschüsse ohne Öffentlichkeit. Da dürfen noch nicht einmal die Mitarbeiter der Abgeordneten dabei sein, während unsere Ausschusssitzungen sind, außer wenn es um Personalfragen geht, wo es dann eben auch um Immunitätsfragen geht, also da ist es richtig, dass man die nicht öffentlich führt. Alle anderen Sitzungen werden öffentlich über das Internet übertragen. Vielen Dank. Eine letzte Frage, wir müssen die Zeit überhaupt. Ich hätte noch eine kleine Nachbemerkung. Die vorhin ging es um die Schule, dass die Schule mehr über die EU berichten soll. Das macht sie auch. Ich weiß, dass in der Schule inzwischen mehr über die EU gewährt wird. Aber es war, wie Sie vorher das auch sagten, es gibt lange Zeit war das Problem, dass die öffentliche Meinung oder der öffentlichen Meinung suggeriert wurde, das EU-Parlament ist nicht wichtig. Wichtig ist das nationale Parlament. Und das, was das EU-Parlament macht, ist erst jetzt in den letzten Jahren dazu gekommen, dass es wichtig sei. Dankeschön. Ihre Frage bitte. Die Frage war jetzt auf dem Fall. Ihr Nachfolger. Ja, also wir hatten ja jetzt schon die Bild-Zeitung und Sie haben ja gerade schon von der Unschuld der Bürger auch gesprochen, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Die Bild-Zeitung ist ja die stärkste Auflage in Deutschland mit großem Abstand und wir hatten auch darüber gesprochen, dass ja jetzt viele Bürger nicht mehr zur Schule gehen. Und die Frage, die ich jetzt hätte, ist, sollte man nicht eigentlich die Bürger vielleicht nochmal zwingen, nochmal in die Schule zu gehen, etwas in Medienkompetenz und auch in Wissen zur Europäischen Union aufzuschaffen? Eine ernste Frage. Sonst Ausbürgerung. Ich habe leider nicht mehr die Zeit im Auge gehalten, wir müssen langsam zum Schluss kommen, aber ich habe eine letzte Frage oder einen Appell an alle drei. Was würden Sie gerne unseren Zuhörern mitgeben, mit nach Hause geben, damit sie was zum Nachdenken bekommen? Also ich habe schon viele Anregungen bekommen, aber so speziell wie das Ende. Dann fangen wir an. Ja, was soll ich jetzt den Bürgern und Bürgerinnen mitbringen, mitgeben zum Nachdenken? Ich denke, Nachdenken darüber, wie wir mit dem Informationsflut, mit der wir heutzutage leben, genauer darüber nachzudenken, wie komme ich mit dieser Flut an Informationen zurecht und wie werde ich dafür sorgen können, dass ich erkennen kann, was sind vernünftige, was sind wahre Geschichten und was sind die sogenannten alternativen Wahrheiten von Herrn Trump zum Beispiel. Das sind solche Dinge, die glaube ich, sehr, sehr wichtig sind in unserer Gesellschaft, weil das die einzige Möglichkeit ist, dafür zu sorgen, dass wir nicht in die Fängen der Nationalisten, Populisten, Rechtsextremen hineinfallen, die behaupten, einfache Antworten zu haben, die allerdings zu nichts führen. Und Nationalismus ist genau das Gegenteil dessen, was wir in einer globalisierten Welt brauchen können. Wir können nicht wieder Grenzen haben überall, denn wir wissen, diese Grenzen, die führen zu Krisen, die irgendwann auch zu Kriegen führen können. Und das haben wir hinter uns gelassen und das sollten bitte schön hinter uns bleiben. Und diese Friedensdividende, die wir haben, und auch immer wieder daran nachdenken, was wir für eine Sonderposition wir doch in diesem Europa haben, als Bürger und Bürgerinnen der Europäischen Union. Wir können gar nicht groß genug erfahren, was wir für eine Sonderstellung wir in der Welt haben, wenn wir uns anschauen, wie es mit der Pressefreiheit oder mit den Fragen der Freiheiten der Menschen oder auch Rechtsstaatlichkeit in vielen anderen Staaten der Welt aussieht. Ich denke da nur an Russland oder China, USA, neuerdings müssen wir auch hinzufügen, oder Türkei, oder. Das haben wir hinter uns gelassen und das bedeutet, wir brauchen eine gute Berichterstattung, damit dieses auch wieder bei den Bürgern und Bürgerinnen in die Köpfe hineinkommt, was wir für eine ganz besondere Sonderstellung haben. Ja, vielen Dank.
so ein bisschen da ist. Und ich glaube, natürlich gibt es immer schwarze Schafe in jedem Beruf, aber ich glaube, es gibt bei den allermeisten Kollegen, die ich so kenne, würde ich sagen, die versuchen, sie als Leser oder Publikum nach bestem Wissen und Gewissen zu informieren. Aber nichtsdestotrotz ist es immer diese Gratwanderung im politischen Journalismus. Deswegen ist ja auch zum Beispiel so, der Grund, warum ich nicht mehr in Brüssel bin, ist ja, dass die Zeitung sagt, der soll da nicht ewig sein, dass er quasi so eng mit allen ist, dass er überhaupt nicht mehr sieht, was eigentlich das Thema ist. Und der ist dann mit allen befreundet und traut sich nicht mehr, irgendjemanden zu kritisieren. Also dort sagt man nach 5 Jahren Schluss und dann gehst du anders hin. Das ist, glaube ich, eine sinnvolle Maßnahme und das ist bei uns auch so. Und vielleicht noch ein Punkt, ich glaube, das haben Sie angesprochen, nur die Kommission setzt das Thema. Ich glaube, wir haben in den letzten 5 bis 10 Jahren eine viel europäischere Öffentlichkeit bekommen. Die ist immer noch nicht so, wie man sich das vorstellt, für eine richtig gut funktionierende Demokratie. Und ich glaube, man kann auch immer noch sagen, dass es sozusagen noch Luft nach oben gibt für eine noch demokratischere EU, die an den verschiedenen Punkten, wie sie gebaut ist. Aber ich glaube schon, dass sich die letzten Jahre da sehr stark was verändert hat. Also wenn wir zum Beispiel hier Feinstaub-Diskussion haben, natürlich spielt das dann auch in Brüssel eine Rolle. Wenn hier große Anti-TTIP-Freihandelsabkommen ist, natürlich wird dann auch in Brüssel gefragt, sag mal, wie sieht es denn aus? Und ich meine, wenn man sich nur überlegt, es interessiert uns eigentlich oder mittlerweile sehr viele Leute, wer denn in Italien regiert. Das ist nicht nur irgendwie lustige Folklore, es betrifft uns. Weil wir, wenn die irgendwie Mist bauen, dann wissen wir, durch den Euro sind wir so ineinander verzahnt, denn dann kann es wieder Probleme geben. Also interessieren wir uns doch automatisch dafür. Und insofern, glaube ich, ist man da eindeutig auf dem Weg in Richtung einer europäischen Öffentlichkeit, dass so ein Endstadium, sage ich mal, wo es dann wirklich gut funktioniert, das ist, glaube ich, tatsächlich noch weit weg. Und ich glaube, wir sind auf dem Weg. Okay. Ja, also zunächst mal volle Zustimmung, Chris. Ich glaube, du hast gerade perfekt den Forschungsstand zusammengefasst. Ich hätte zur europäischen Öffentlichkeit, ich hätte, glaube ich, 3 Dinge, die ich Ihnen mitgeben würde. Zum einen, wir sind hier alle überzeugt. Ja? Also ich vermute mal, dass alle hier wissen, den Wert von Europa. Ich glaube, dass da draußen viele rumlaufen, die es nicht wissen. Also jenseits von Medienöffentlichkeit sprechen Sie mit Leuten, ja? und versuchen Sie, die zu begeistern. Und glauben Sie nicht, dass nur weil Sie überzeugt sind, dass die Ihnen auch abnehmen, dass Sie recht haben. Sondern reden Sie mit den Leuten, versuchen Sie, die wirklich zu überzeugen. Das ist, glaube ich, der erste Rat, den ich geben würde. Das Zweite, was ich da mitgeben würde, das war vorhin wirklich ernst gemeint, wenn Ihnen was auffällt, wenn Sie sagen, hier steht in der Zeitung, aber Murks, ja, das ist falsch oder die Perspektive ist falsch, schreiben Sie Leserbrief, ich garantiere, das wirkt. Ja. Schreiben Sie auch nicht nur uns Journalistenleserbriefe, sondern schreiben Sie auch den Strobel-Leserbrief, wenn er sich hinstellt, dass er sagt, er könnte hier den europäischen Grenzwert mal kurz abschaffen und sich damit über höchstrichterliche Entscheidungen hinwegsetzen, schreiben Sie dem, der soll das auch mitkriegen. Und als Drittes könnte ich noch mitgeben, hier aus Politik und Zeitgeschichte ist ein Band erschienen im Januar, wo etliche andere, aber eben auch ich, geschrieben haben zum Thema Europawahl. Da ist mal, also sind wirklich sehr viele interessante Sachen zusammengefasst. Das kleine Schmankerl für Sie, weil Sie sich jetzt hier so lange ausgehalten haben, das Ding ist eigentlich begriffen, aber ich habe hier 15 von meinen Freiexemplaren dabei und Sie können sich das kann ich Ihnen auch noch mitnehmen. Sehr schön, vielen Dank. Danke, dass Sie.